Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Ja, wir sind wieder da und ich freue mich sehr, wieder alle an einem Tisch hier versammelt, am virtuellen Tisch zumindest. Herzlich willkommen erstmal an alle da draußen bei einer neuen Folge von Psycho trifft Coach. Und Quart natürlich auch an dich nach Mörs. Herzlich willkommen wieder zurück hier in unserem netten Studio. Ja, genau. Geht's dir gut? Herzlich willkommen. Ja, mir geht's soweit gut. Genau, ja. Auf jeden Fall. Ja. Kann man so sagen, ja. Schön. Ich hoffe, dir auch, genau. Aber ich würde auch sagen, wir holen erstmal unseren Gast mit rein. Ja, genau. Und dann eröffnen wir das zusammen. Dann können, ganz genau, vielleicht macht das es doch viel schöner. Heute ist nämlich jemand bei uns und wir freuen uns sehr, denn heute, ich sage erstmal, wer bei uns ist. Es ist Jenny, schön, dass du da bist. Und wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, warum und wieso du heute da bist. Aber erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Judith. Vielen Dank, lieber Kurt. Ich freue mich wirklich sehr, 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 hier dabei sein zu dürfen. Ich habe das Gefühl, ich kenne euch, weil ich eure Stimmen ständig im Auto höre, weil ich Fan der ersten Stunde bin und freue mich total, ja, dass wir heute zusammen, auch wenn es nur virtuell ist, hier zusammenkommen und freue mich auf den Austausch mit euch. Wir uns auch. Wir uns auch, genau. Ja, schön, dass du da bist und das ist natürlich total lustig auch, dass du ja im Grunde genommen uns schon länger hörst. Und deswegen bist du ja auch heute, muss man ja einfach so sagen, klar auch da, weil du darauf eingegangen bist, wir machen ja zwischendurch mal einen Themenaufruf. Und dann hattest du auch ein Thema mit reingebracht, ins Spiel gebracht. Und das fanden wir, dieses Thema, das Witzige war, das hatten wir eine Woche vorher, Kurt und ich, besprochen. Und dann hattest du dich dazu gemeldet, also hatte das total gut gepasst. Und ja, schon haben wir uns verabredet zum Telefonieren, wir beide, ne Jenny? Und genau. Ja, das Thema ist, genau, wie im Grunde genommen funktioniert ein Familienleben oder wie, was macht es auch mit einer Familie, wenn ein krankes Kind da ist? Vielleicht kannst du erstmal, Jenny, dich so ein bisschen selber vorstellen, ein bisschen reinkommen erstmal, wer bist du überhaupt, ne? Wo kommst du so her, was machst du, was ist dein Background und was natürlich wahrscheinlich auch sehr spannend ist, wieso bringst du dieses Thema hier auf den Plan? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wer bin ich? Ja, mein Name hattet ihr schon verraten. Ich bin Jenny. Ich bin im Urberuf, im Urberuf muss man sagen, Kinderkrankenschwester. Ich habe vor über 20 Jahren ganz klassisch die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht nach dem Abi und bin dann erstmal nach der Ausbildung im häuslichen Bereich gelandet. Aus zwei Gründen. Zum einen, glaubt man jetzt nicht, aber das war vor 20 Jahren anders, gab es damals nicht so viele Jobs in der Pflege. Ne? Das hat sich ja total gewandelt. Und zum anderen muss ich sagen, war Klinik nicht so meins. Ich bin mit der Hierarchie, die doch so manchmal in Deutschland in den Kliniken herrscht, nicht so ganz zurechtgekommen. Und das ist der viel ausschlaggebendere Grund, ich wollte immer Zeit für den Patienten haben. Und das hatten wir in der Klinik ganz oft nicht. Ich wollte ganzheitlich pflegen. Ja, und dann hat es mich in die Häuslichkeit verschlagen. Und dort habe ich erst 2,5 Jahre mit erwachsenen Menschen gearbeitet. Einfach, weil es in der Kinderkrankenpflege keine Jobs gab. Ja, und das war auch erstmal ganz nett und tat mir als junge Frau auch gut, mit dieser Generation von Menschen zu arbeiten. Aber ich habe gemerkt, so im Inneren, mein Herz schlägt für die Kleinen. Und dann bin ich vor über 16 Jahren zurückgekommen in die Kinderkrankenpflege, habe in Nordrhein-Westfalen in einem Kinderkrankenpflegedienst angefangen. Erstmal ganz normal als Kinderkrankenschwester, also man muss sich vorstellen, ich bin mit dem Auto zu den kleinen Patienten nach Hause, habe dort Kinder von ganz klein bis, bis zum jungen Erwachsenen betreut, Kinder mit kleineren Erkrankungen, aber wirklich bis hin zur Sterbebegleitung, und wirklich intensivpflichtige Patienten zu Hause.
Hab dann so mit 30 eine Weiterbildung gemacht zur Pflegedienstleitung und bin dann auch mit in die Leitung eingestiegen. Das heißt, ich habe gemeinsam damals mit meinen beiden Chefinnen diesen Pflegedienst geleitet. Der war recht groß. Ich hatte so rund 40 Mitarbeiter zu führen, 30 Patienten. Ja, und mein Job spaltete sich dann. Also ich saß zum größten Teil natürlich im Büro, habe den Pflegedienst geleitet, bin aber auch an der Basis geblieben. Also ich bin meistens so 2-3 Stunden morgens wirklich in die Pflege gegangen und dann ab mittags ins Büro. Und ja, habe parallel noch angefangen, als Dozentin zu arbeiten. Wir sind immer wieder gefragt worden von Schulen, Kindergärten, Geburtshäusern, könnt ihr nicht mal kommen, etwas über Kindernotfälle erzählen? Ja, und diese Kombination, sage ich mal, als Leitung vom Pflegedienst, als Kinderkrankenschwester, die ich wirklich auch vom ganzen Herzen bin, ja, und Dozentin war so mein absoluter Traumjob. Und das können manche gar nicht so verstehen, weil sie denken, wie schrecklich sterbende, kranke Kinder, ja, Familiensysteme, die schwer belastet sind. Und ja, das sind sie auch, da wollen wir ja heute näher drauf eingehen. Aber es waren auch ganz, ganz tolle, gütige, dankbare Momente dabei. Ja, und wie das manchmal so im Leben ist, dann kam die Liebe daher und mein Mann, mein jetziger Mann, der kam aus einem ganz anderen Bereich und wir mussten uns entscheiden und ich habe dann schweren Herzens gekündigt, meinen Job und ja, bin zum Niederrhein gezogen und habe aber mich hier verändert. Ich habe sehr viele Kinder sterben sehen und habe gedacht, jetzt muss mal was anderes rankommen. Habe mich hier selbstständig gemacht mit einer Firma. Ich gebe Brandschutzschulungen und ja, Erste-Hilfe-Schulungen, unterrichte ganz viele Fahrschüler, unterrichte Lehrer, Erzieher, Tagespflegepersonen, interessierte Eltern, ja, alles im Bereich der Ersten Hilfe. Bin aber als Aushilfe immer noch in der Pflege. Also so 2 Nachtwachen im Monat mache ich bei einem ehemaligen Patienten von mir, von dem ich auch gerne heute erzählen möchte und auch darf. Ich habe ihn gefragt, weil ich einfach total gerne pflege und ich mit einem Fuß immer drin bleiben möchte. Ja, und dieses Thema kranke Kinder und wie funktionieren Familiensysteme mit kranken Kindern, das begleitet mich seit über 20 Jahren und lässt mich nicht los. Und ja, deshalb habe ich mich bei euch gemeldet, ne, um jetzt mal den Bogen zu schlagen. Ihr hattet ja aufgerufen und ich habe mich sehr gefreut, dass die Hörer auch gefragt werden nach Themen. Habe das Thema vorgeschlagen, weil es mir persönlich ganz wichtig ist, weil es sich seit über 20 Jahren durch mein Leben zieht und weil ich glaube, dass zu wenig drüber gesprochen wird. Das ist in vielerlei Hinsicht ein Tabuthema und führt bei vielen Eltern dazu, dass sie Angst haben oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sagen, das ist schwer mit einem kranken Kind. Ich schaffe das nicht mehr. Ich brauche Unterstützung oder manchmal auch, ich gebe das Kind in eine Einrichtung, weil ich es nicht schaffe. Ja. Und das ist schwierig mit anzusehen. Ich glaube, und deswegen finde ich das so toll, was ihr macht an Arbeit. Man muss mit diesen Themen raus. Man muss aufklären, man muss darüber sprechen, um ja, das Tabu da rauszukriegen und weil es ist einfach Thema. Es gibt kranke Kinder und es gibt sie immer mehr. Denn wir haben durch den Fortschritt der Medizin, was ja auf der einen Seite wirklich super ist, haben wir aber ein Klientel an Patienten, das hatten wir früher nicht. Sie sind früher, man kann es einfach so sagen, gestorben. Sie überleben jetzt und die Kinder sind da und sie werden in Zukunft da sein und wir müssen darüber sprechen, wie man diese Kinder gut versorgen kann, wie man Eltern unterstützen kann. Und wenn man dann, ich nehme jetzt noch einen Punkt mit rein, wenn man dann noch guckt, wie es politisch aussieht, wie Pflegepersonal behandelt wird, was an Pflegepersonal nachkommt, wir sehen jetzt schon, dass es nicht passt, wird es in Zukunft noch schwieriger. Und da müssen wir drüber sprechen. Ja, das machen wir jetzt. Super. Ja, vielen Dank erstmal für die gute Vorstellung und also von dir und auch dem Thema. Und ja, ich bin da ganz bei dir, oder also wir beide natürlich, Cord und ich, dass es wichtig ist, das anzusprechen, dass das wichtig ist hier auch mit, ja, ne, dass das hier einen Platz verdient, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal vielleicht direkt ganz konkret auch ein. Gerne. Sehr gerne. Super. Jenny, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen reinholen. Ich glaube, für die Hörer, die jetzt keine Berührung mit solchen Themen hatten bislang,
was müssen wir uns überhaupt, welche Szenarien, welche Situationen, ja, müssen wir uns hier vorstellen? Auf was blickst du so zurück? Was hast du so für Fälle gehabt, für Familien kennengelernt? Vielleicht kannst du einfach mal uns ein bisschen reinholen. Ja, das mache ich sehr gerne. Das sind ganz unterschiedliche Familien, ganz unterschiedliche Familiensysteme und ganz unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt genetisch erkrankte Kinder dabei. Es gibt Kinder dabei, die vielleicht einen schwierigen Start hatten, weil sie zu früh auf die Welt gekommen sind, die sich aber gut erholen über die Zeit. Es sind Kinder mit Stoffwechselerkrankungen. Es sind Kinder mit Krebserkrankungen. Aber wir hatten auch Kinder, und das ist so ein ganz besonderer Bereich, Kinder, die gesund geboren sind und die letztendlich krank geworden sind oder schwerst mehrfach behindert wurden durch einen Unfall zum Beispiel. Und das ist nochmal ein Punkt, der sich sehr unterscheidet. Es macht einen sehr großen Unterschied in den meisten Fällen, ob ein Kind krank geboren wird oder ob ein Kind krank wird durch einen Unfall. Und wenn, ich sage es mal in Anführungsstrichen, wenn die Schuldfrage im Raum steht, weil eine Mama oder ein Papa vielleicht eine Sekunde nicht aufgepasst hat und dann ein ganz furchtbarer Unfall geschieht, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Und da wird Kurt mir sicherlich ja recht geben können oder ganz viel zu sagen können, weil ich habe das erlebt, wenn man Eltern noch so sagt, verzeih dir oder du musst auch wieder glücklich werden oder du hast auch andere Kinder und du hast eine Ehe und du hast ein Recht, glücklich zu sein, auch nach diesem Vorfall. Ist das eine die Theorie und das andere ist die Praxis. Geht das? Geht das als Mama und Papa? Und da habe ich doch ganz große Unterschiede gesehen. Und die Abgründe oder die ganz furchtbaren Situationen waren oft die, wo eine Schuldfrage wirklich in Anführungsstrichen im Raum stand. Das hatte nochmal eine ganz andere Dimension als ein Kind, was so krank auf die Welt kommt. Weil dann ist es oft, sag mal, Schicksal, ne? Oder ja, hat aber eine andere Dimension, hat eine ganz andere Qualität auch im Umgang und auch im kompletten Familiensystem, ne? Wie hält eine Ehe das aus? Gibt es Schuldzuweisungen? Was ist mit Verzeihen? Da kommen nochmal ganz andere Themen mit rein. Ich habe Kinder betreut, auch in jedem Alter. Also unser Pflegedienst hat Babys aufgenommen damals, Kleinkinder. Wir haben aber auch Jugendliche betreut und im Grunde auch manchmal junge Erwachsene, wenn wir sie von klein auf hatten. Na, also da war die komplette Bandbreite dabei. Ja, Und genau. vielleicht, um das nochmal auch dazu zu unterstreichen, was du da sagst, ne? Bin ich voll bei dir. Also wenn ein Kind vorher gesund war und dann durch Unfälle oder so noch sich das dann ereignet, genau, die Schuldfrage ist so ein Ding. Und was ich auch immer wahrgenommen habe, ist so, bei den Eltern gab es auch nochmal den Aspekt, dass die ihr Kind auch erlebt haben. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, das sind Eltern, wo das Kind noch nicht zur Welt kommt. Also die denken, das Kind ist gesund und es kommt dann plötzlich krank zur Welt. Und die merken, oder es war schon so und die wussten es vorher nicht. Und die werden dann halt mit der, mit dem Beginn der Realität, dass man das sieht, das Kind, automatisch dann mit dieser, ich nenne es mal Behinderung oder Einschränkung irgendwie dann vertraut gemacht. Da würde ich auch nochmal sagen, das ist halt so, so ein Riesenunterschied, ob man da noch keine andere Erfahrung gemacht hat damit oder ob man halt sieht, das Kind ist erstmal gesund, also oder ne, oder so dergleichen. Und vielleicht mit 5, 6, 7 oder 10, 12 oder egal wie alt, kommt dann erst die Behinderung dazu. Jetzt müssen wir natürlich für die, die keine Eltern sind, müssen wir noch kurz, weil wir wissen das, zum einen, weil wir Eltern sind oder auch in dem Bereich arbeiten oder gearbeitet haben, müssen wir noch mal kurz die Zuhörer sensibilisieren, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine geistige Behinderung hat, weil vielleicht eine Sauerstoffunterversorgung ist oder dergleichen oder ne, was auch immer, was da passiert ist, wo man sagt, oh, das Kind wird wahrscheinlich stark oder geschädigt sein oder so durch Einblutung oder so, kann das sein, je nachdem wie stark die Schädigung ist, dass das bei Säuglingen noch gar nicht so auffällt. Ne? Das ist ja auch noch etwas, was ja dann gerade für Eltern, weil ich weiß nicht, wie weit wir auch in dieses Thema rein wollen, aber ich wollte damit nur die Hörer ein bisschen sensibilisieren, weil ein gutes Beispiel dafür ist, dass sie sich was vorstellen können, weil die dann natürlich, wenn die hören vom Arzt, ja, das Kind wird wahrscheinlich schwer geschädigt sein, wird nie laufen können, und die sehen aber das Säugling, das sieht ja genauso aus wie alle anderen auch, dann denkt man sich so, ach, vielleicht vertun die sich ja auch, und das ist, glaube ich, auch nochmal so was ganz Schweres, ne? Wenn gerade am Anfang die Entwicklung, ne, je nachdem, wie stark die Schädigung ist, aber vielleicht sich gar nicht groß unterscheidet, ne, wenn das Kind noch so ein Säugling ist, ne? Genau.
Richtig, am Anfang macht ja auch der gesunde Säugling noch nicht so viel und man sieht es dann im Laufe der Entwicklung. Genau. Und das krasseste Beispiel, was ich dazu hatte, um das nochmal so klar rauszustellen, was du gerade gesagt hast, ist, wir hatten mal ein Zwillingspärchen, die sind gesund geboren und ein Zwilling hatte einen Unfall. Und dort haben die Eltern natürlich tagtäglich gesehen, was das Kind mit Einschränkungen eigentlich zu diesem Zeitpunkt jetzt können müsste, weil der Bruder ja es konnte. Und das hatte auch nochmal so eine Dimension, weil es einem so tagtäglich ja gezeigt worden ist, ne? Krasser habe ich es kaum erlebt als wirklich im Vergleich der Das glaube ich, Geschwister. Ja. das glaube ich. Und dann auch mit dieser Schuldfrage in dieser Familie, weil es ein Unfall war, da kamen natürlich dann einige Punkte auch zusammen, ne, die es besonders schwierig gemacht Das glaube haben. ich. Was, wenn du so von Unfällen sprichst, darf man da ein bisschen reingehen, was das für Unfälle waren und was das dann auch für Schädigungen waren, die du begleitet hast? Ja, es waren unterschiedliche Arten von Unfällen. Ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es waren beispielsweise Warte ganz kurz, Autounfälle. Jenny. Ich will nochmal kurz die Hörer und dich damit auch ein bisschen schützen. Ne, wir hatten das ja schon vorbesprochen, aber um nochmal zu sagen, dass du die Fälle auch anonymisiert darstellst. Das heißt also, ne, wenn es trotzdem jetzt an bestimmten Stellen den Verdacht nahelege, auch vielleicht ist das ja doch der eine Fall oder so, können wir eher davon ausgehen, dass es dann wirklich jetzt Zufall ist, weil du ja auch schon im Vorfeld gesagt hast, dass du die Fälle ja sehr anonymisierst und nur in den Fällen, wo es nicht machst, hast es ja gesagt, dann sagst du es auch, weil du es darfst und so weiter. Ne? Ja. Genau. Und das nur nochmal zu sagen. Ja, richtig. Danke, dass du das Ja. nochmal so sagst, Kurt, weil das ist mir ein ganz wichtiger Ja. Punkt, Datenschutz, Genau. genau. Also Genau. genau. Und bei einem Patienten habe ich gefragt, und darf ich auch mehr erzählen? Und das sage ich aber hinterher, genau. Also es ging bei Unfällen auch um Autounfälle, auch um Autounfälle, wo mehrere Familienmitglieder beteiligt waren. Es waren aber auch Unfälle, wo Kleinkinder aus einer hohen Höhe gefallen sind, auf den Kopf gefallen sind zum Beispiel. Und in diesen Fällen waren es dann in der Regel Hirnblutungen, die eingetreten sind und die eben in eine Krise, ja, zu einer Krise geführt haben und einfach Hirnareale dadurch, ja, kaputt gegangen sind einfach, ne? Und sie werden einfach nicht wieder gesund, diese Bereiche. Wir hatten auch einige Patienten, die hatten einen, ja, ich sag mal, Unfall oder ein Geschehen während der Geburt, ne, wenn es manchmal zu Sauerstoffschädigungen kommt, zu wenig Sauerstoff unter der Geburt. Aber das ist eben das, was der Cord eben sagte. Das ist dann so die Situation ganz am Anfang, die ist auch schlimm, natürlich. Aber da sieht man nicht diesen Vergleich. Ne? Ich hatte wirklich Patienten, die Eltern kannten ihr Kind ganz gesund, ganz normal spielend und durch den Unfall eben dann schwerst mehrfach behindert. Und viele haben ihr Kind einfach nicht mehr erkannt, ne? Weil es vom Verhalten kaum noch dem geähnelt hat wie vor dem Unfall. Ja. Nur kurz eine Ergänzung, Judith. Es gibt ja auch so Fälle, wo der Schaden so hoch ist. Solche Fälle kann ich mich auch begleiten. Die habe ich auch begleitet in der Klinikzeit oder auch in der ambulanten Begleitung, wo die Frage auch im Raum steht, ist das noch lebenswert? Also wo dann auch die Frage im Raum steht, aber so kann man auch Maschinen abstellen oder solche Sachen. Das sind ja ganz ethische Fragen manchmal. Man sich denkt, holla die Waldfee, also sowas würde ich niemals allein entscheiden Ja. wollen. Aber da geht es ja auch um eine krasse Verantwortung. Ne? Also solche Sachen gibt es ja Ja. halt leider auch. Ich meine, es gibt es ja nicht nur bei Kindern, es gibt es ja auch bei Erwachsenen. Deswegen nehmen wir das jetzt nicht zu stark hier mit rein. Aber das ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Gerade auch in so einem Bereich. Ne? Ja, die ethischen Fragen in diesem Bereich, die treffen mich oder ja alle, die eben im pflegerischen Bereich oder medizinischen Bereich sind, immer wieder. Natürlich habe ich da auch meine Meinungen oder meine Erfahrungen. Was ich nur wichtig finde als Pflegeperson als sich oder da war sich unser Pflegedienst damals sehr einig ist, dass wir nicht werten, nicht bewerten, sondern dass wir die Kinder, die nun mal jetzt krank sind, pflegen. Das ist mein Job. Ich kann privat mir Gedanken darüber machen. Ich kann mir überlegen, würde ich das anders machen, ja oder nein. Ich kann mir überlegen, ist das lebenswert, ja oder nein. Es ist ja auch nicht immer messbar. Aber erst einmal war mir mal wichtig, das Kind zu begleiten und dem Kind ja so annehmlich wie möglich zu machen. Und nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen kann ich sagen, dass trotz aller Krankheit ein Leben erst einmal
lebenswert ist. Ich traue mich das so zu sagen. Ich weiß, es wird sicherlich Eltern geben, die sagen, Gott, aber mein Kind ist so krank und so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Also ich bin da sehr vorsichtig, aber ich traue mich das so zu sagen, weil ich einfach viele Kinder erlebt habe, die sehr schwer krank waren oder auch Schmerzen hatten, aber die trotzdem auch ihre guten Momente hatten, die sich wohlgefühlt haben, die auch schmerzfrei waren, die auch lachen konnten. Und eine Sache ist mir ganz wichtig, Krankheit bedeutet nicht gleich unglücklich sein. Ja, es gibt auch gesunde Menschen, die ganz furchtbar unglücklich sind. Und es gibt kranke Menschen und auch sehr belastete Familien, die aber trotzdem sowas wie Glück empfinden können. Ja, und deswegen ein Leben finde ich erst einmal lebenswert. Sicherlich gibt es Grenzen, auch ich habe persönliche Grenzen, aber erst einmal das Leben schön und erst einmal versucht man, ja, dem Patienten so schön wie möglich. Und ich finde, das passt so gut da rein, weil du hast das nicht so toll in Worte gefasst und auch einfach individuell, ne? Also wo noch die Wertung so einfach so, wo man sagt so, oh, schlecht, besser, gut und so weiter. Und das ist ja, es relativiert sich ja in solchen Dingen ja sowieso ganz schnell, ne? Also da bekommt Glück, Alltag und alles ja nochmal eine ganz andere Bedeutung, ne? Aber auch eine andere Wertschätzung, ne? Aber gerade dieses, das finde ich nochmal ganz spannend, also dieses Individuelle, ne? Ja, ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es wird ja oft diskutiert, kann man kranke Kinder zu Hause pflegen? Es wird diskutiert, wo sind die medizinischen Grenzen? Es wird diskutiert, soll ein Kind mit Einschränkung oder ein behindertes Kind inkludiert werden oder nicht? Ich finde es ganz schwierig, diese Fragen pauschal zu beantworten, weil nach meiner Erfahrung muss man wirklich jedes Kind, jede Familie und jedes Familiensystem einzeln betrachten, denn was für die eine Familie gut ist, ist für die andere noch lange nicht gut. Und nur weil wir auch vielleicht von außen ein bestimmtes Bild haben oder uns gesellschaftlich auch Dinge aufgedrückt werden, heißt das nicht, dass es gut ist. Ich habe erlebt, dass viele Eltern auch das Gefühl hatten, ich muss mich jetzt kümmern. Ich bin die Mama, ich bin der Papa, ich muss das jetzt. Ja, weil es wird so erwartet. Es klingt ganz oft so, das ist keine gute Mutter, kein guter Vater, wenn diejenigen sich entscheiden, das Kind ist besser in eine Einrichtung aufgehoben. Und das kann ich so nicht sehen. Man muss das wirklich mit all den ganzen Aspekten individuell betrachten und schauen, was ist für das Kind, aber was ist für die Geschwisterkinder, die Eltern und für das komplette Familiensystem das Richtige. Denn es geht nicht nur um das kranke Kind, sondern da steckt eine ganze Familie dahinter. Das muss man immer alles betrachten, ne? Das ist, finde ich, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und auch noch der Aspekt, dass gerade bei Behinderungen, das habe ich immer wieder erlebt, ne, dass man dann, wenn man nicht erfahren ist, dann so gedacht hat, oh, das arme Kind und so weiter. Und die Personen, die mit den Kindern arbeiten, sagen so, ja, hier, ne, komm, also jetzt lass dich mal nicht so hier hängen. Ne, man hat das Kind nämlich dann auch so Läuse und Flöhe, ne, und findet das auch so manchmal vielleicht so ganz witzig, wenn dann, je nachdem, wie stark die Beeinschränkung ist, ne, aber wenn man dann halt in der Einschränkung trotzdem die Individualität erkennt und das Kind sich dann noch abgeholt fühlt. Deswegen bin ich voll bei dir, dass man das niemals pauschal machen sollte, sondern immer auch da individuell, glaube ich, so würde ich es zumindest im Moment präferieren, individuell entscheiden sollte. Ne? Also ja, ist eine spannende Sache. Ja, aber ich finde auf jeden Fall ganz interessant, dass du natürlich durch deinen Beruf, den du dann hattest und auch durch diese ambulante Situation, also die häusliche Situation, ne, sage ich mal, dann ja auch wahrscheinlich ganz andere Funktionen nochmal hattest, auch als Kinderkrankenschwester. Oder da natürlich, und das finde ich jetzt ganz spannend, ne, auch viele psychologische Phänomene betrachtet hast oder beobachten konntest, die dann halt so die Konsequenz daraus sind, was das kranke Kind dann in dem Moment mit der Familie macht. Und da würde ich auch gerne nochmal so ein bisschen weiter drin oder da reingehen und einsteigen. Mhm. Also du bist dann in solche Familien gekommen und dann, Jenny, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie war dann deine Rolle und was sind so die Themen gewesen, bei denen du das Gefühl hattest, okay, da sind einfach große Herausforderungen da und da muss ich eventuell gegebenenfalls sogar von außen ein bisschen unterstützen, ne? Also einfach nochmal helfen. Oder was würdest du sagen, du hattest es gerade, das würde ich gerne noch kurz ausholen oder ergänzen, du hattest es gerade so schön gesagt, dass wir vielleicht auch solche Dinge genau heute mal thematisieren und dann steht so eine Frage im Raum und dann steht das Gefühl im Raum, ich bin ja die Mutter und ich bin der Vater und ich muss das nun mal leisten, das ist jetzt meine Aufgabe hier im Leben, aber genau, vielleicht ist es in dem Moment eigentlich zu viel für mich und vielleicht würde ich wirklich auch selber darunter zerbrechen, dass wir auch darauf wirklich eingehen. Also vielleicht, Jenny, kannst du uns da auch noch mal mehr schildern, genau, wo sind da wirklich Dinge gewesen, wo du gemerkt hast,
Okay, hier wird's schwierig. Ja, sehr gerne. Tauchen wir mal ab, genau. Ich habe ja immer so zwei Perspektiven gehabt. Ich war ja anfangs als Kinderkrankenschwester unterwegs und habe in den Familien ja mit dem Kind und mit der Familie gearbeitet. Hinterher als Pflegedienstleitung hatte ich nicht nur die Familie und das Kind im Blick, sondern natürlich auch Kolleginnen von mir, Mitarbeiter von mir, die ich auf der anderen Seite ja auch schützen musste und gucken musste, dass es denen gut geht, weil es ja auch auf der anderen Seite für Pflegepersonal eine sehr belastende Situation sein kann. Die größten Herausforderungen, die ich so gesehen habe, sind zum einen diese Frage, oder wie kann man Eltern helfen, die ein schlechtes Gewissen haben? Oft hatten Eltern ein schlechtes Gewissen, sie kümmern sich nicht genug. Sie kümmern sich nicht gut genug. Sie nehmen viel zu viel Hilfe an. Das war ein großer Punkt. Und ein anderer großer Punkt war die Vertrauensfrage. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass es in manchen Familien so lange dauert, bis Eltern ja das Vertrauen haben, Hilfe annehmen zu dürfen, dass es schon funktioniert. Und ich habe ganz oft am Anfang gesagt, so, ich bin jetzt hier, ich kümmere mich, tun Sie doch irgendwas, was Ihnen gut tut. Spazieren gehen, schlafen, irgendwas. Und die Eltern, gerade oft Mütter, konnten das oft am Anfang gar nicht. Und das habe ich als ganz junge Kinderkrankenschwester erst noch nicht verstanden, weil ich dachte, naja, ich bin doch jetzt hier, ne? So. Aber im Laufe der Zeit habe ich das verstanden, denn es sind die Kinder, es ist der größte Schatz. Und als Mama und Papa möchte man, dass es dem Kind gut geht. Es soll perfekt, gepflegt werden. Und gerade bei Kindern, die krankheitsbedingt auch nicht sprechen können, spielt das eine ganz große Rolle, Vertrauen zu haben zum Pflegepersonal, weil die Kinder sich ja auch eben gar nicht, zumindest nicht über Worte äußern können. Und das tat mir oft leid, weil ich wollte die Eltern ja unterstützen, indem ich entweder als Kinderkrankenschwester selber vor Ort war oder indem ich hinterher ja das Personal dort eingeteilt habe. Es hat gedauert. Man musste geduldig sein und da war ich manchmal etwas ungeduldig, aber einfach, weil ich es den Eltern so sehr gewünscht hätte, dass sie diese Entlastung haben. Und das ist aber meine Vorstellung gewesen. Die Umsetzung war manchmal schwierig, die hat gedauert. Ja, und auch wirklich dieses Gefühl von, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben. Man darf sagen, dass es schwer ist. Man darf sich Hilfe holen. Man darf sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Man darf auch Spaß haben im Leben. Man darf auch mal losziehen und mal nicht an dieses kranke Kind denken. Und man darf auch meiner Meinung nach, wenn man an Grenzen stößt im häuslichen Bereich, sagen oder entscheiden, wir geben dieses Kind in eine Einrichtung, weil wir das so nicht mehr schaffen und das Kind so nicht mehr ausreichend versorgt ist. Aber das ist schwierig für Eltern, an diesen Punkt zu kommen. Und oft ist der Akku leer, bevor sie es schaffen, diese Worte zu sagen. Und wir als Pflegedienst haben oft geahnt, dass es jetzt in so eine Richtung geht. Wir wollten diesen Schneeball oft aufhalten. Wir haben gemerkt, es steuert jetzt in eine Richtung, die ist nicht gut. Aber unsere Worte haben ja nicht immer geholfen, denn das muss man ja selber oft erspüren. Und das schlechte Gewissen war oft im Weg diesen Eltern. Und manchmal war dann plötzlich der Akku leer und da musste ganz schnell Hilfe her, die wir manchmal gar nicht so schnell bieten konnten. Und das war so das große Dilemma. Das kann ich gut verstehen. Und was hast du denn innerhalb der Familiensysteme auch beobachtet? Also was hat das natürlich auch für Auswirkungen gehabt, ne, vielleicht auf andere Kinder oder auf auch die Beziehungen natürlich? Was hast du da so mitgekriegt? Ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe Eltern erlebt, die zum Beispiel unheimlich gut trauern konnten, als das Kind zum Beispiel verstorben ist. Oder auch trauern konnten, weil sie traurig waren oder erstmal lernen mussten, mit der Erkrankung des Kindes umzugehen. Die das wunderbar zu zweit konnten und dass die Beziehung noch gefestigt hat. Ich habe aber auch die anderen Elternpaare kennengelernt, die unterschiedlich getrauert haben, aber diese Akzeptanz nicht dafür hatten, dass man unterschiedlich trauert. Die haben diesen Weg nicht zusammen geschafft. Die waren sehr einsam in ihrer Situation, ne? Obwohl sie verheiratet waren, waren sie sehr einsam. Und letztendlich haben sich auch viele getrennt. Ich habe aber auch Familien gesehen, die durch ein krankes Kind, ich sage es einfach, auch glücklicher wurden. Irgendwie hatten sie, das ist jetzt schwer für mich auszudrücken, aber sie hatten eine Aufgabe, sie mussten versorgen, sie haben Werte im Leben erkannt,
die wichtig sind. Es hat sie zusammengespeist. Ich habe aber auch erlebt, dass Geschwisterkinder sehr belastet waren, dass ja, die ja nie im Mittelpunkt standen. Immer stand das kranke Kind im Mittelpunkt. Die gesunden Kinder liefen oft nebenbei, gar nicht böse gemeint, aber weil es anders nicht machbar war. Ich habe Geschwisterkinder gesehen, die unheimlich viel Verantwortung schon tragen mussten, die sehr früh mit dem Thema Trauer in Berührung kamen. Und ein Bild, was ich wirklich nie vergessen werde, das hat sich bei mir so eingeprägt. Wir waren in einer Familie, da hatte der Patient eine Muskelerkrankung, also verkümmerte Muskeln oder Muskeln, die keine Funktion hatten. Und das Geschwisterkind war sehr, sehr sportlich und hatte sehr viele Muskeln. Und ich habe noch nie ein Kind gesehen, was so ausgeprägte und definierte Muskeln hatte. Und das war für mich ein so krasses Bild, weil man den Eindruck haben könnte, das Kind hat so viel Muskeln, es kompensiert was, was das andere Geschwisterkind nicht hat. Das kann ja Zufall sein. Das hat sich bei mir aber sehr, sehr eingeprägt, weil es oft so war. Die Geschwisterkinder sind oft vergessen worden. Und nicht, weil das irgendwer böse meinte, aber weil nicht genug Raum da war. Oder weil man dachte, na ja, das andere Kind braucht mehr Aufmerksamkeit und braucht die Pflege. Also wirklich unterschiedlichste Sachen, unterschiedlichste Konstellationen und unterschiedlichste, krasseste Momente, positiv auch als negativ. Das kann ich mir echt total vorstellen. Also ich muss auch sagen, mich berührt das Thema heute auch sehr, weil ich denke, das ist so ein Thema, ja, also erstmal vor allem, wenn man selber ja auch Kinder hat, dann ist das, glaube ich, so die schlimmste Vorstellung, ne? Wenn einem Kind was passiert und wenn man dann natürlich auch noch mehrere Kinder hat, dann weiß man halt, also ne, das ist natürlich, man kennt ja schon die Situation, wie es ist, wenn man dem einen Kind natürlich mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem anderen, ne? Und ich meine, wie muss sowas sein, ne? Wenn du wirklich, also du willst allen gerecht werden, du willst auch irgendwie dann noch die Familie an sich irgendwie am Laufen halten, dich selber irgendwie nicht komplett vergessen, das ist ja auch eine Riesenaufgabe, ne? Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du das mal so ein bisschen auch gerade angesprochen hattest, dass es sogar dazu kommen kann, dass Paare gefestigter werden, dass auch durchaus glückliche Situationen entstehen können. Was ich übrigens auch nochmal ganz interessant finde, ich habe das Phänomen mal gehört oder finde ich auch spannend, dass man ja dass ein Paar, was zum Beispiel ein, sage ich mal, gesundes Kind hat und ein behindertes Kind, häufig auch noch ein drittes Kind bekommt, damit nämlich genau diese Problematik, dass das gesunde Kind so, ich sag mal, im Hintergrund steht durch das behinderte Kind, dass es noch ein, wie so ein Nebenmitspieler bekommt und dass es quasi nicht nur die ganze Zeit sich auch dann auch als gesundes Kind ausgegrenzt fühlt. Ja. Würdest du das bestätigen, Jenny, oder ne, auch Cord? Was sagt ihr dazu? Ja, ich habe einige dieser Familien begleitet und was ich dabei ganz furchtbar fand, war, dass diese Familien manchmal Situationen hatten, wo sie angefeindet wurden. Wo sie von außen gehört haben, wie könnt ihr denn noch mit dieser Belastung noch mal ein Kind zeugen? Und mit der Gefahr, wenn es zum Beispiel eine genetische Erkrankung war, mit der Gefahr, dass das nächste Kind auch krank wird. Und das ist natürlich etwas, da fehlen mir wirklich die Worte. Aber das haben Familien teilweise erlebt. Genau, weil wir gehen ja schon, ne, merken wir auch schon, wenn wir darüber reden, in eine Wertung mit den Begriffen, mit den Bereichen. Weil wer sagt denn, dass ein, sag mal, behindertes Kind weniger wert oder anderswertig ist wie ein, sag mal, gesundes Kind? Und dann ist auch die Frage, was heißt denn gesund? Ne? Also setzen wir da an, dass jemand, der gesund ist, nicht unterstützt werden muss. Und dann ist ja auch die Frage, aber machen wir uns nichts vor. Unterstützt werden müssen wir alle, wenn wir zur Welt kommen, alle. Und wenn wir irgendwann älter werden, je nach Umstände auch noch mal. Ne, also so, das ist schon eher ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube, dass wir hier auch ganz, also dass es so eine Schnittstelle gibt zu dem Thema auch, wenn man anders ist, also wenn man die Masse verlässt und dann eine, ich nenne es mal Randgruppe bildet und dann entsprechend eine Wertung bekommt. Vor allen Dingen, wenn man das System anders nutzt oder einen anderen Aufwand erfordert,
dann hat man entweder die dann sagen, oh Mensch, klar, müssen wir unterstützen, oder die dann sagen, boah, was ein Scheiß, oder muss das denn sein? Ich möchte mal erinnern an die Kriegszeit, wo die Menschen, die gerade diese Menschen und auch Kinder verbrannt, getötet und andersweitig mitbehandelt oder umgegangen worden ist. Ne? Also, dass man sagt, das ist einfach nicht, also dass man die gar nicht gleichwertig angesehen hat. Ne? Ich will jetzt nicht zu sehr in diese Thematik rein, ich will nur damit sagen, das wollte ich damit deutlich machen. Das ist auch immer eine Frage eines Wertes. Und ich persönlich sage dazu ganz klar, es ist genauso Mensch wie jeder andere auch. Jetzt komme ich genau wie Jenny aus der Pflege. Also wenn man die verschiedenen Aspekte auch kennt, die, ich nenne das mal, die hinter dem Alltag, hinter der Normalität, das vielleicht der meisten von uns stattfindet, ist es auf jeden Fall sowas von, ich würde sagen, spürbar. Also manchmal ist es auch, wie du schon sagst, Jenny, schwer in Worte zu fassen, weil es ist dann einfach, das sieht man, das erlebt man, das spürt man, und da möchte ich einfach auch nochmal deutlich machen, dass es immer eine Entscheidung ist, die ja die Familie selber wählen sollte. Und wenn wir jetzt wieder zu der Frage zurückkommen, wenn jemand schon behinderte Kinder hat oder ein behindertes Kind hat und das ist ein genetischer Faktor und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem erneuten Kind erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass das Kind wieder behindert ist. Gut, das ist natürlich insofern, glaube ich, soll ich sagen, ein emotionales Thema, weil hier noch was anderes hinzukommt, nämlich ein Faktor, ich glaube, das ist der angreifbare Faktor, dass man das willkürlich auch noch behindert macht. Also, oder dass man das auch noch erzeugt. Also so, ich glaube, das ist das, ne, was es so brisant macht in diesem gesellschaftlichen Bereich. Ja, das stimmt, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich fand es für die Familien, die ja so stark belastet, sowieso schon belastet waren, dann nochmal so obendrauf, dann von außen solche Sachen zu hören, die haben es ja sowieso schon so schwierig. Und hier komme ich auch nochmal zurück zu dem Punkt, den ich eben auch schon mal gesagt habe. Erst einmal ist für mich ganz persönlich ein Leben erst einmal lebenswert. Ja, wir haben es alle schwierig im Leben. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und keiner wünscht sich das, dass sein Kind krank wird. Aber Krankheit heißt nicht in jedem Falle unglücklich sein. Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und die Familie, die ein krankes Kind schon hat, hat meiner Meinung nach genauso ein Recht, nochmal ein Kind zu bekommen und auf dieses Glück im Leben. Und für viele Familien, die ich kennengelernt habe, war das auch Glück, auch wenn das nächste Kind auch krank zur Welt gekommen ist. Ne? Also das hast du auch schon erlebt, dass genau dann das auch passiert ist. Ja. Ja. Und natürlich sind diese Eltern ganz belastet, aber ich kenne wirklich auch Eltern, die ein sehr, sehr starkes Frühgeborenes bekommen haben. Die sind wirklich sehr, sehr krank gewesen und haben auch vollgeschrieben, wären nicht gesund. Die haben gesagt, das sollte so sein. Und das Kind, natürlich ist das eine ganz große Belastung, aber es ist auch ein ganz großes Lebensglück. Ne? Also, dass es dann überhaupt quasi da sein darf, ne? Das ist ja auch wirklich, da muss man dann dankbar sein. Ne? Also, aber ja, es gibt sicherlich so Punkte, wo man sagt, jetzt hat man so das Gefühl, ist es überhaupt noch lebenswert, weil man Schmerzen nicht mehr in den Griff kriegt, weil man die Kinder nicht mehr lächeln sieht. Ne? Aber ich habe auch wirklich sehr, sehr schwer kranke Kinder erlebt, die richtig gute Phasen hatten und die gelacht haben und die einfach, wo Lebensglück ganz anders gemessen wird, viel über Empfindung, ganz viel über, also schwerst mehrfach behinderte Kinder machen sich keine Gedanken über Fernsehprogramm oder Schule oder sonst was. Da geht ganz viel über Empfindung, über Berühren, Massage, über Klänge und wenn diese Kinder dann lächeln und keine Schmerzen haben, dann können sie ja auch genau sowas wie Lebensglück empfinden wie wir, aber auf ganz andere Ebene. Das finde ich super, dass wir da jetzt auch so ein bisschen den Schwenk machen hin zum kranken Kind, den Fokus jetzt auch mal auf die betroffenen Kinder legen und uns da nochmal näher oder ne, mit beschäftigen. Denn die Frage, die ja auch im Raum steht, ja, ich hau die jetzt einfach mal raus, ist natürlich auch, ist es vielleicht sogar ein bisschen egoistisch, Kinder, die unheimlich krank sind und vielleicht, ich sage es einfach mal, in bestimmten individuellen Einzelfällen auch wirklich die Frage im Raum steht, haben die wirklich noch, ist es noch ein lebensfähiges Leben, also ein erstrebenswertes Leben, ne, was man dann in dem Moment hat und auch natürlich fürs gesamte System. Und steht da vielleicht dann mehr so dieses Gefühl, das schlechte Gewissen im Raum der Eltern, ne, dass man da ja
einfach, ne, dass man das Kind ja auch unbedingt am Leben halten will oder halt auch, ne, dieses Gefühl, ich kann das Kind einfach nicht abgeben, ich kann es nicht loslassen. Ich stelle jetzt bewusst diese Fragen. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, auch gerade natürlich sehr umstritten ist, auch im ganzen Bereich Sterbebegleitung und sowas. Aber Jenny, ich finde, genau das müssen wir hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Wie ist da deine Meinung zu? Oder ne, vielleicht auch nochmal, wie gesagt, mit Hinblick auf die Kinder und was du gerade jetzt schon so angedeutet hast, ne? Also es gibt sicherlich die Patienten, die ich hatte, wo auch ich an den Punkt gekommen bin, dass ich dachte, ich hoffe für das Kind, dass es jetzt zu Ende geht, weil das Leid doch so groß war, weil wir die Schmerzen irgendwann an einem bestimmten Punkt nicht mehr in den Griff bekommen haben, weil die Kinder nicht mehr gelächelt haben oder weil ich teilweise Patienten hatte, die über Stunden geschrien haben, über Stunden und das wäre nicht in den Griff zu kriegen. Und das sind sicherlich auch Punkte, wo ich gesagt habe oder mein Gefühl mir sagt, das ist jetzt nicht lebenswert, aber das ist meine persönliche Grenze, die empfindet ja auch jeder anders. Und deswegen finde ich es ganz schwierig, darauf zu antworten. Deswegen ist es ja auch ethisch so umstritten. Die Holländer sind uns da ja weit voraus, zum Beispiel, was das Thema Sterbebegleitung angeht. Aber wo zieht man eine Grenze? Ich darf vielleicht ganz persönlich mal erzählen, mein Vater, der lebt leider nicht mehr, mein Vater hat Kinder über alles geliebt. Und mein Vater war ein ganz emotionaler Mensch. Und er hat oft gesagt, Jenny, dein Job, ich könnte das nicht. Wenn ich schon mal ansatzweise was erzählt habe, hat mein Papa fast geweint. Hat gesagt, ich kann das nicht hören. Und dann, weil er eine ganz andere persönliche Grenze hat, aber weil er auch eine Vorstellung davon hatte von außen. Der war ja nie da drin. Ich war drin und habe erlebt, dass Kinder, die ja, ich sag mal, sehr beeindruckend von außen aussehen, weil sie vielleicht eine sehr krasse Behinderung haben, wo manch einer vielleicht erstmal erschrocken wäre. Da habe ich mich nicht erschrocken. Das war für mich ein ganz normales Bild, weil ich das oft gesehen habe. Und ich habe eben gesehen, dass das vielleicht erschreckend ist fürs Außen. Aber das heißt ja nicht, dass das Kind unglücklich ist. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Wie fühlt sich das Kind mit der Erkrankung oder mit den Einschränkungen? Und wie ist es im Außen für uns? Wir sehen vielleicht, das Kind sieht seltsam aus, es hat eine sehr starke Rückenverkrümmung, vielleicht kommt Speichel aus dem Mund raus. Das ist für uns Außenstehende oft erschreckend. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieses Kind sich unwohl fühlt. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, die man unterstreichen muss. Total. Meiner Meinung nach. Ja, das ist... Ja. Ne? Ja. Das ist wirklich so. Also das ist, weil da bin ich wieder bei dem Thema Werte, ne? Also was wir kennen und was halt die Familie für sich kennt. Also ich habe das immer wahrgenommen, dass auch die Familien, die ja so mit einem behinderten Kind groß werden, auch einen ganz im Bereich auch Geduld oder Rituale oder was wichtig ist im Leben, ne, so wirklich ganz anders einen anderen Blick drauf bekommen haben. Ne? Und natürlich werden die Familienangehörigen, wie du sagst, gerade die Geschwister, möchte ich auch nochmal betonen, kann ich jetzt nicht alle mit einschließen, aber ich kann zumindest das so formulieren, dass es eine erhöhte schon halt Problematik darstellen kann, Gefahr, je nachdem, wie sich das auswirkt, dass die natürlich durch dieses sich zurückstellen, das ja auch nicht immer gegeben ist, aber es ist halt, die Gefahr ist halt sehr hoch. Und wenn das dann stattfindet, dass sie dann auch im späteren Leben, wenn die in das eigene Leben gehen, dass es dann halt schwierig werden kann, gerade wenn es um persönliche Beziehungen geht, weil da geht es dann wieder um Kontakt. Und wenn ich merke, ich konnte in der Familie diesen Kontakt nicht bekommen, weil halt jemand anders die ganze Zeit den brauchte, dann bin ich natürlich überfordert, wenn ich dann in einer Beziehung gehe und merke plötzlich in der Partnerschaft so irgendwie, oh, was will die denn die ganze Zeit von mir so, ne? Soll man nicht da besser mal den Fokus woanders drauflegen, oder dann wird das zu unangenehm, und das ist nicht selten passiert, habe ich in meinem Umfeld erlebt bei solchen Familien und dann halt Fällen, wenn die in die Therapie kamen, dass die Schwierigkeiten hatten, sich auf eine Beziehung einzulassen, ne? Und dann eventuell vielleicht mehrgleisig gefahren sind oder das gar nicht konnten oder so, weil die das auch gar nicht anders kannten und auch tatsächlich das auch immer wieder auch gesagt haben als, ja, ich könnte sofort jetzt hier die Zelte alle abbrechen und am Mond oder am Mars oder sonst wo, oder weil die einfach, ne, dieses Vertraute, diesen Fokus, also das, was aufgebaut wird auf meine Person, so nicht kannten.
ne? Weil die sich immer auf jemand anders fokussieren mussten. Ne? Und dann aber auch ein gutes Gefühl und eine gute Sensitivität dann für andere haben und die dann auch, also hängt natürlich immer von der Person ab, aber die Wahrscheinlichkeit dann da auch dadurch mitsteigt, ne, dass sie sich super gut um andere kümmern können, weil die Bedürfnisse der anderen halt besser sehen können, haben die ja so gelernt. Ja, ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie lange Krankheit eine Familie begleitet. Also sicherlich ist das nur ein Aspekt, aber es gibt Familien, die ein sehr schwer krankes Kind hatten, zu Hause begleitet hatten, das nicht so viele Jahre gelebt hat. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft, aber man kommt irgendwann an den Punkt zurück. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich sage es sehr in Anführungsstrichen, aber nur weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich es anders ausdrücken soll. Sie kommen zu mehr Normalität zurück. Ja? Verstehe. Eine Familie, was ein Kind begleitet, manchmal über Jahrzehnte, das habe ich auch erlebt, ja, dass die bis Mitte 20 bei ihren Eltern gelebt haben, die kennen es gar nicht mehr anders. Und ich glaube, das macht nochmal mit Geschwisterkindern auch nochmal was ganz anderes und auch mit der Ehe, weil sie ja jetzt nur noch mit Krankheit und mit diesen Themen beschäftigt sind. Und zwar über Jahrzehnte. Sie kommen gar nicht mehr zur Normalität zurück. Das macht, glaube ich, auch nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Und da sind wir auch bei einem anderen wichtigen Punkt, und zwar Abnabelung. Wann schafft man es, sich abzunabeln von einem kranken Kind? Kann man das überhaupt? Darf man das? Wie geht das? Das ist eine sehr Ja? gute Frage. Auch ein ganz spannendes Thema. Das finde ich auch einen sehr guten Punkt, genau. Dieses ganze Thema Loslassen, ne, das war ja auch so das, wo ich ja gerade herkam. Loslassen, ne, von Schuld, loslassen von auch, ne, solchen Dingen. Hast du das Gefühl gehabt, irgendwann gab es den Punkt, wo die Eltern oder ne, wo das auch gut ging oder wo die das für sich hinbekommen haben? Und vielleicht da auch nochmal spannend, warum, wie hast du das beobachtet, Jenny? Was ist da passiert? Ja, es gab auch die Familien, die, sag ich mal, gut loslassen konnten. Das sind die Familien, die gut Hilfe annehmen konnten. Das sind Familien, die manchmal auch psychologische Hilfe bekommen haben. Das sind Familien, die sich getraut haben zu sagen, ich brauche Unterstützung, und sich die auch geholt haben und die ein gutes Netzwerk hatten an Menschen, die unterstützt haben. Das sind oft die Familien gewesen, die ein Kind auch gut loslassen konnten, die irgendwann gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, das Kind ist in einem Alter, da wird es vielleicht in eine Wohngruppe gehen. Denn mein gesundes Kind würde genauso irgendwann mit 18, 19, 20, 21 vielleicht das Haus verlassen und ja, Abnabelung schaffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn Familien, die diesen Punkt verpassen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben oder weil sie nicht anders können oder weil ihnen die Gesellschaft das aufdrückt oder weil sie nicht wissen, wo sie Hilfestellung bekommen, die kommen ganz oft an den Punkt, dass sie nicht mehr helfen können, weil sie es körperlich nicht können, weil sie zu alt sind, weil es schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und dann fällt man natürlich in ein Loch, weil dann muss ganz plötzlich eine Idee her, eine Hilfe her. Und diese Kinder sind es ja oft, das sind oft junge Erwachsene, dann gar nicht gewohnt, von fremden Menschen gepflegt zu werden, weil sie eben nur die Eltern als Pflegeperson kannten. Und dann wird es schwierig. Ich glaube auch, das ist ja, wenn man erst mit 25 oder 29 auszieht von zu Hause, für jeden, der auch gesund ist, ist es dann ein bisschen schwierig, ne? Selbstständig zu werden und diese Abnabelung zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der aber schwierig ist umzusetzen. Und deswegen finde ich es so toll, dass Leute darüber reden. Denn ich denke, man muss darüber reden, man muss Eltern sagen, man darf sagen, man kann nicht mehr, man muss sagen, ich brauche Hilfe, und sie müssen auch wissen, wo sie die Hilfe bekommen können. Und dann wird es ja jetzt, wenn man politisch guckt, noch schwieriger, denn wir haben gar nicht genug Menschen, die helfen. Also muss Politik auch ganz viel machen, denn es geht ja auch nicht nur um kranke Kinder, es geht ja um ein komplettes Pflegesystem. Wir wissen alle, na, wie sieht es denn im Moment aus in der Pflege? Und auch wenn wir an die Altenpflege auch denken, es muss ja jetzt auch nicht nur um Kinder gehen, wird es schwierig. Wir werden ja oft gezwungen, zu Hause zu pflegen, weil es nicht genug Personal gibt. Und da ist die Krux. Ich muss dann vielleicht selber pflegen, obwohl ich imstande wäre, das Kind jetzt abzugeben oder mir Hilfe zu holen. Und darüber werden Familien auch krank oder ausgelaugt. Ja, total. Aber was hast du denn vielleicht auch beobachtet an den kranken Kindern oder wenn die sich äußern konnten oder mitteilen konnten oder auch natürlich, da passiert ja natürlich auch ganz viel auf anderen Ebenen. Wie ging es denn auch den Kindern, den Betroffenen?
Ja, auch ganz unterschiedlich. Da kann ich gar nicht in eine Schublade schieben. Es gab Familien, die die Kinder so lange gepflegt haben, bis die Eltern selber nicht mehr konnten, weil sie selber pflegebedürftig wurden oder weil ein Elternteil sehr krank war oder ein Elternteil auch verstorben ist. Und das war manchmal schwierig, denn diese Patienten, die dann oft junge Erwachsene schon waren, die haben sich in der Einrichtung zum Beispiel sehr schwer getan. Es gibt sogar ein paar Familien, da sind diese Kinder sehr schnell in den Einrichtungen gestorben. Ja, sie waren nicht mal bei ihren Eltern, sie waren nicht mehr in ihrem Umfeld, sie wurden anders gepflegt. Und es gibt aber auch die Familien, wo das super gut geklappt hat, die haben es schrittweise gemacht, ne? Dann sind die Kinder zur Schule gekommen, dann haben die dort Betreuungspersonal kennengelernt, die sind dann mal nachmittags gekommen, haben die Kinder abgeholt, ein Pflegedienst ist mit reingegangen. Ja, dann haben die Eltern auch andere Familien kennengelernt, ein anderes Netzwerk kennengelernt, auch Wohneinrichtungen kennengelernt und die Möglichkeit gehabt, ja, ihre Kinder zum Beispiel mal in einem Hospiz unterzubringen. Und jetzt nicht erschrecken, es geht bei Kindern nicht immer im Hospiz um Sterben, sondern auch um Urlaub zu machen, Genau, genau. Entlastung. Ne? Das ist ja ein bisschen anders als im Erwachsenenbereich. Und Eltern, die sich dann immer mehr zugetraut haben, die Kinder immer mal wieder dort abzugeben, Urlaub zu machen, vielleicht auch mit den gesunden Geschwisterkindern, Vertrauen gefasst haben und dann gehen das schrittweise. Ne? Erst ein paar Mal ins Hospiz, dann vielleicht hinterher in eine Wohngruppe oder in eine Wohngruppe, aber dann am Wochenende zu Hause. Schrittweise ist oft gut gewesen. Ja, schrittweise Also loszulassen und zu sehen, du hast dann quasi beobachtet, dass es auch beiden gut tat, sowohl Kind als auch Eltern und Geschwistern und solchen, dem System halt auch gut hat. ja. Und in den meisten Familien ging es sehr gut, die früh damit angefangen haben, Hilfe zuzulassen, weil die Kinder das dann auch kannten. Und wenn wir von schwerst mehrfach behinderten Kindern sprechen, also auch wahrnehmungsgestörten Kindern, ist das ja auch ganz wichtig, dass sie ja, Pflegepersonal kennenlernen, dass mal kennenlernen, dass auch andere Menschen rankommen, ne? Mal pflegen und nicht nur Mama und Papa. Und ja, und dass das nicht ad hoc geht plötzlich. Sind sie 20 Jahre nur Mama und Papa gewohnt und jetzt kommt fremdes Pflegepersonal und das sind vielleicht Patienten, die nicht sehen können, die ganz viel über Hautwahrnehmung gehen oder über Stimme. Das ist für die ja dann ganz, ganz schwierig umzuswitchen. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass man von Anfang an und wenn es nur ein bisschen stückweise Hilfe annehmen kann und darf und die dann ausbaut. Ja, sehr, also Ja, klar. total interessant. Ich finde auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, den hatten wir beide ja im Vorgespräch auch besprochen, oder den hattest du dann quasi mit hinzugenommen und gesagt, den sollten wir auch besprechen, weil du das auch häufig beobachtet hast. Und das fand ich interessant, weil als Außenstehender hätte ich das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist so das Ne- Thema mit Nähe und Distanz, ne, Jenny, und Scham. Kannst du uns das erstmal näher erklären? Was ist genau damit gemeint? Ja, ich wollte den Aspekt sehr gerne mit reinnehmen. Das Thema Nähe und Distanz gehört somit zu meinen Lebensthemen. Das darf ich einfach an dieser Stelle so sagen, sowohl privat, aber auch dem Job geschuldet. Und wir sind ja in die Familien reingegangen. Das macht ja einen Riesenunterschied zur Klinik. In der Klinik, ne, kommen die Eltern, kommen die Patienten. Klinik ist so Chef, gibt die Regeln vor. Bei uns war es ja genau andersrum. Wir sind als Gast in die Familien gegangen. Und da ja, überschreitet man ja schon eine ganz große Grenze. Ja? Und gerade in Familien, die kleine Wohnungen hatten, wo man nicht viel Abstand hat, haben wir halt unheimlich viel mitbekommen. Unheimlich viel mitbekommen, was Eltern wahrscheinlich gar nicht wollen, was wir mitbekommen. Man überschreitet da eine Grenze, die auf der einen Seite total gut und wichtig ist, damit wir anständig pflegen können. Und auf der anderen Seite dringen wir da in eine Privatsphäre ein. Und das ist ganz schwierig. Da sind Pflegedienst und Eltern sich schon mal auf die Füße getreten? Da ist es auch schon mal, ja, hat es auch schon mal geknallt, weil jeder auch eine andere Grenze Kannst du hat. mal ein Beispiel nennen, dass Der man das eine, mehr greifen ja, kann? das fängt bei ganz banalen Dingen an. In der einen Familie sagen Eltern zum Beispiel: Naja, ihr als Pflegedienst, ihr seid 16 Stunden am Tag hier, hier ist eine Kaffeemaschine, ihr dürft euch an der Kaffeemaschine bedienen, ihr müsst nicht jedes Mal fragen. Und wenn man so eine Familie gewohnt ist, man kommt als Schwester oder Pfleger in die andere Familie und geht selbstverständlich an die Kaffeemaschine, kann es sein, dass man die um die Ohren, dass die einem um die Ohren fliegt, sage ich mal, weil diese Eltern eine ganz andere Grenze haben und sagen: Moment mal,
Das ist unsere Kaffeemaschine. Da wollen wir nach gefragt werden. Das ist ein Beispiel von vielen. Wo darf ich rangehen, wo nicht? Darf ich mich nur in dem Zimmer des Kindes aufhalten? Wie bewege ich mich durchs Haus, durch die Wohnung? Dann ist auch die Frage, gibt es eine extra Toilette für Pflegepersonal, ja oder nein? Oder benutzen alle dieselbe Toilette? Und für mich als Schwester ist das mein Arbeitsplatz. Für die Eltern ist es die intimste Stelle, die es gibt, das Badezimmer. Und das ist ganz, ganz schwierig und überall anders. Und das war für mich schwierig, das erstmal herauszufinden, wo meine Grenzen sind, wo sind die Grenzen der Familie. Und es war für mich auch hinterher manchmal schwierig, neuem Personal zu vermitteln, was dürfen die nicht. Man kann ja nicht so ein Regelwerk aufschreiben. Ne? Das hat ganz viel mit Gespür und Empathie zu tun. Und im Grunde versucht man sich erstmal so ein bisschen leise zu machen, ein bisschen zurückzunehmen in der Familie, nicht so präsent zu sein. Denn das ist ja erstmal das Haus der Familie. Und ich hatte immer den Wunsch, oder es war im Grunde ja der Wunsch des Pflegedienstes, dass wir es so in Anführungsstrichen so normal wie möglich der Familie ja gestalten möchten. Es ist nie ein ganz normales Familienleben, weil da eben der Pflegedienst mit rumschwirrt. Aber so normal wie möglich. Und das heißt, auch für uns hieß das ein bisschen zurücknehmen, nicht zu präsent sein. Die Familie ist präsent, das Kind ist präsent. Wir nehmen uns ein bisschen zurück, aber das ist schwierig in einer kleinen, also kleinen Wohnung zum Beispiel. Es ist schwierig, man hat ja auch seine Persönlichkeit. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich nehme mich jetzt hier sehr zurück, aber ich rede sehr laut sonst, ja. Und das kann allein ja schon stören. Ne? Ich habe gerne mit meinen Patienten früher gesungen. Ja, das habe ich gern gemacht oder auch mal vorgelesen. Es kann aber ja auch störend sein, wenn im Nebenzimmer das gehört wird. Es kann aber auch für Pflegepersonal irritierend sein, wenn man Eltern hört in Situationen, die sehr privat sind. Aber das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden. Und wo will man sagen, ist eine Grenze? Das ist ganz, 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 ganz schwierig. Ne? Und oft haben wir auch bemerkt, Eltern waren am Anfang sehr, sehr freundlich. Und die haben jedes Mal in jeder Schicht einen Kaffee angeboten. Und manchmal liest das nach. Ja klar, weil die leben dort. Ja, die sind ja kein Kellner oder so, die leben dort. Und wir haben nicht jeden Tag von morgens bis abends Besuch und bieten jemandem Kaffee an. Und das war aber dann manchmal für Pflegepersonal irritierend. Dann hieß ja, die Eltern sind nicht mehr so freundlich. Ne? Also das sind so diese Dinge. Und das kennt ja jeder von sich persönlich. Also man zieht sich gerne zurück, das Zuhause ist das Allerheiligste und man liebt es, Besuch zu haben. Und man ist aber auch froh, wenn die manchmal weg sind, weil man sich einfach doch nochmal privat ganz anders in einer Wohnung aufhält, als wenn ständig Zuhörer da sind. Das glaube ich, das glaube ich. Und ich glaube, gerade für Menschen, die Schwierigkeiten haben, auch mit vielleicht ja sozialen Kontakten oder ne, da irgendwie wirklich auch so diese, gerade das Zuhause als einen Rückzugsort empfinden, dass es natürlich da nochmal doppelt schwer ist. Ne? Was ich mir aber auch natürlich total gut vorstellen kann, Jenny, ist bei dir, dass du ja wahrscheinlich auch häufig dann so mehrere Funktionen eingenommen hast, ne, bestimmt. Also ich denke, dass du dann ja wahrscheinlich auch irgendwann zu einer Ansprechpartnerin vielleicht geworden bist oder eine Art, ich sag jetzt mal Freundin vielleicht auch der Familie, beziehungsweise vielleicht auch manche Dinge kompensiert hast oder psychologisch, ne, da irgendwie vielleicht auch manchmal rein musstest, oder ne, ohne, dass du es vielleicht unbedingt wolltest, aber sind das so Dinge, kannst du da auch nochmal was zu erzählen, was waren das für Situationen oder gab es da solche Momente, was hast du da so an Erfahrung gemacht? Ja, man muss selber sehr stabil sein, also einem muss es selber gut gehen im Leben, man muss eine gewisse Persönlichkeit haben und seine Grenzen auch wahren und das auch aussprechen können, aber auch sensibel sein, um die Familie mit ihren Grenzen zu akzeptieren. Ja, es ist schwierig. Also man muss immer sagen, es ist letztendlich mein Job. Aber immer, wenn wir mit Menschen arbeiten, baut sich Beziehung auf. Ne? Ich habe auch immer versucht, meinen Mitarbeitern zu sagen, lass es nicht zu sehr ran. Es ist, am Ende des Tages ist es unsere Arbeit. Aber, und so ging es mir ja auch. Es gibt die eine oder andere Familie, die schleicht sich mehr ins Herzchen als die andere. Und es ist ja nun mal Beziehung, die wir führen, auf einer Arbeitsebene, aber es ist Beziehung. Und wenn ich einen Menschen, ein Kind über Jahre begleite und auch körperlich sehr nah bin, durch Waschen, durch Massagen, durch Krisen führe und das Kind letztendlich auch zum Tode begleite, ist das sehr intim und das ist Beziehung. Da muss man ein bisschen für sich gucken, sehr stabil sein und auch immer wieder sich hinterfragen, wie gut tut mir das jetzt noch? Und Kommunikation ist da wichtig. Also
Ich habe damals als Kinderkrankenschwester mit meinen Chefin drüber geredet, mit Kolleginnen. Und als ich selber in der Leitung saß, war das oft Thema mit meinen Mitarbeitern. Und Eltern haben es zum Beispiel sehr gern gehabt, wenn sie ihre 2, 3 Lieblingsschwestern da hatten. Ne? Man kannte sich, man will nicht so viel Wechsel haben. Das ist auf der einen Seite gut für den Patienten. Man kennt sich, man weiß, wie es funktioniert. Das hat aber auch Schattenseiten, weil die Beziehung manchmal zu eng wird und dann wird man zu einer Art Freundin und das sollte man nicht sein. Man hat eine Beziehung, ja, das ist aber eine Arbeitsbeziehung, die auch sehr emotional sein kann, aber man ist nicht befreundet. Natürlich kann in irgendeiner Konstellation meine Freundschaft entstehen. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, kann ich auch, ne? Dann ist es die Verkäuferin, kann es ja auch sein, dass wir uns so sympathisch sind und hinterher befreundet sind, aber vom Grundsatz her ist man das ja nicht. Und ja, irgendwie hat man verschiedene Rollen eingenommen. Ich hatte oft das Gefühl, man ist so Psychologin, obwohl man es ja gar nicht ist. Aber ja, man hat sich viel angehört oder hat versucht natürlich auch einen Rat zu geben. Aber da muss man aufpassen, weil das ist ja gar nicht meine Fachkompetenz, sondern da muss ich ja eigentlich weiterleiten an jemanden wie den Cord, ja. Aber ich habe festgestellt, dass Zuhören einfach gut ist, dass Spiegeln gut ist. Das heißt, ich muss ja gar nicht wirklich einen Rat geben, sondern die Eltern wollten auch einfach oft nur sagen, wie es ihnen geht. Man muss gut zuhören können und aushalten können, auch mal nicht zu sagen oder nur zu, das heißt nur zu spiegeln, ist ja nicht nur spiegeln. Spiegeln ist ganz wichtig, dass Eltern sich verstanden fühlen. Das muss man aber erstmal lernen und aushalten. Als ganz junge Kinderkrankenschwester hatte ich immer das Gefühl, wenn Eltern mir was gesagt haben oder geweint haben, muss ich jetzt einen Ratschlag parat haben. Nein, ich habe gelernt, ich muss auch einfach mal still sein können, denen sagen können, wie sie sich fühlen, dass ich das verstehe, aber es ist nicht meine Aufgabe, ihnen Rat zu geben. Ja, fachlich, ich kann denen in der Pflege helfen, ich kann denen sagen, wo noch Anlaufstellen sind, aber ich kann denen nicht sagen, es ist jetzt richtig, das Kind in Einrichtung zu geben. Ja, nein, ne? Das ist, da habe ich gar nicht die Fachkompetenz zu und da würde ich mich viel zu sehr reinwagen ins Thema. Ja. Aber man muss gesettelt sein im Leben, man muss Persönlichkeit haben. Es ist, glaube ich, ganz schwierig für Pflegepersonal, wenn sie gerade examiniert sind, in diese Familien reinzugehen, weil man ist alleine vor Ort. Man ist nicht wie in der Klinik, dass man den Kollegen ranholen kann, die Kollegin, oder im Notfall das Reha-Team da hat. Man ist in der Familie alleine, ne, mit all diesen Emotionen, ja, die da so hochkochen. Und das sind ja nicht nur die Emotionen der Patienten und der Familien. Man selber hat ja auch Emotionen und bestimmte Grenzen, die man aushält oder nicht, die ja manchmal überschritten werden. Wo man sagen muss auch, das fühlt sich für mich hier nicht gut an. Ich muss vielleicht mal raus aus dieser Familie. Ich halte das passt nicht mehr oder ich halte das nicht aus. Das muss man auch so sagen können. Also ist Abgrenzung... Das ist dann auch gar nicht böse gemeint. Ne? Bitte, Jenny, was? Das ist dann auch gar nicht böse gemeint, wenn man als Pflegepersonal sagt, ich kann das jetzt hier gerade nicht mehr. Das ist eher gut zu erkennen, dass das hier eine Dimension annimmt, die nicht mehr gesund ist für eine Partei und dass man da mal wechseln muss zu einer anderen Familie. Also im Grunde Abgrenzung ist da auch eine wichtige Fähigkeit, die ihr haben müsst. Ne? Und ja. Wie im Grunde genommen gehst du eigentlich oder bist du bislang dann damit umgegangen, ja, wenn du dann auch Fälle hattest oder Situationen hattest, ne, die da einen schon auch anders nochmal mit reinholen und natürlich auch was emotional mit einem machen. Also ich stelle es mir jetzt zum Beispiel auch wirklich so vor, das hattest du ja gerade auch angedeutet, du pflegst halt längere Zeit ein Kind und begleitest es dann zum Beispiel auch beim Sterben oder das muss ja auch zwangsläufig was bei dir hinterlassen, ne? Oder wie geht's dir damit? Wie kommst du damit klar? Was macht das mit einem? Ja, ich bin dankbar. Also ich bin erst einmal dankbar, dass ich diese ganzen Erfahrungen machen durfte, weil es zu Pflegedienstzeiten die krassesten Momente mitunter waren, die ich so erleben durfte. Und natürlich negative Erfahrungen, aber ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen, mit den kranken Kindern, aber auch mit den Familien und eine Tiefe manchmal, die man erlebt, die man so vielleicht in einem anderen Arbeitsalltag nicht erleben wird. Und man ist dankbar für ganz andere Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber es ist wirklich so. Wunderbare Begegnungen mit Menschen. Ich habe auch viel gelacht mit Patienten, mit Eltern. Und auch traurige Momente heißen ja nicht, dass sie ganz furchtbar sind. Es ist ja auch, ich war auch sehr dankbar, wenn ich Menschen diesen Moment begleiten durfte. Und auch wenn ich mal traurig war,
Das ist ein ganz krasses Gefühl, aber das lässt mich ja im Leben nicht komplett unglücklich sein. Bin ich halt in dem Moment mal traurig. Das kann ich aber sicherlich jetzt auch sagen, weil ich eine gewisse Lebenserfahrung habe. Das war am Anfang als junge Kinderkrankenschwester sicherlich schwieriger. Und mir persönlich hilft der Gedanke, also ich bin jetzt nicht total bibelfest oder so, aber ich bin schon gläubig, ne? Ich glaube daran oder ich möchte daran glauben, dass die Seele hinterher nicht futsch ist, sondern dass sie im Himmel oder wo auch immer ist. Und der Gedanke tröstet mich, der tröstet mich im Job, der tröstet mich aber auch im Privaten, wenn man Menschen verliert. Und das Wissen oder den Glaube daran, dass es weitergeht. Und oft auch die Situation, die ich erlebt habe, dass der Zeitpunkt dann richtig war, als die Kinder gegangen sind. Ich habe fast jedes Kind, was ich bis zum Tod begleiten durfte, das hat sich, wie drücke ich mich aus, rund angefühlt. Es fühlte sich richtig an. Der Zeitpunkt war richtig. Die Schwester, die vor Ort war, war richtig. Die Konstellation, die Situation, die war fast immer richtig so. Und das ist, kann ich ganz schwer beschreiben. Das ist ein Gefühl, was man dann hat. Und auch die Worte, die man dann findet. Ich hatte früher mal ganz große Angst vor der ersten Kinderleiche oder vor dem ersten Gespräch mit Eltern, wenn das Kind verstorben ist, was sage ich dann? Und es geht dann ganz von allein. Mhm. Zumindest war das bei mir immer so. Die Angst war sehr groß und in dem Moment, auch wenn dieser Moment schrecklich ist und traurig ist und vielleicht für manche ja angsteinflößend, war das meistens rund und gut so, wie es sein musste und manchmal auch eine große Erlösung. Mhm. Ja. Für alle. Ich würde da ganz gerne das auch nochmal gerne unterstreichen, weil neben dem, sagen wir mal, tragischen Schicksal zeichnet sich das ja auch als Mensch auch aus, weißt du, dass du denen ja als Mensch begegnest und dann noch mit deiner, wie du es ja auch gerade die ganze Zeit ja auch schon hier im Podcast zeigst, deine fachliche Kompetenz und wahrscheinlich deiner Intuition, so würde ich es sagen, ne? Und also dieses, das ja natürlich mit deiner Erfahrung jetzt natürlich noch, weil du machst das ja seit 20 Jahren, noch gemischt ist und so. Das ist etwas total Wertvolles. Also das ist auch was, finde ich, das kriegt man ja nicht mal ebenso, würde ich sagen, mal ebenso geschenkt. Weißt du, wie ich das meine? So. Deswegen habe ich da immer einen extremen Respekt vor jedem Menschen, der sagt, das mache ich. Ne? Das ist ja der Dienst am Menschen, wenn du so möchtest. Ne? So die Hingabe für den Menschen. Und wieso, so nehme ich es bei dir wahr, die ganze Zeit, Jenny. Also zumindest kommt das so tonnenweise gefühlt bei mir so an, so dass du das einfach als Berufung machst. Du machst das total gerne und da geht, glaube ich, dein Herz auch auf, ne? Und das ist einfach, finde ich, das schönste Geschenk. So als, also wenn es Engel gibt, würde ich sagen, auf jeden Fall sind die da. Ja. Das ist, ich habe natürlich den Luxus, ich konnte hinterher, also ich habe viele Jahre sehr, sehr gerne gepflegt und als ich dann in die Leitung gegangen bin, vielleicht wäre das ein Zeitpunkt gewesen nach ein paar Jahren, wo ich hätte mal eine Pause haben müssen oder so. Ne? Also ich kenne viel Pflegepersonal, was sagt, ich kann das irgendwann nicht mehr. Ich bin dann nach ein paar sehr guten Jahren in der Pflege in die Leitung gegangen, war dann zwar ja immer noch in der Pflege, aber mit weniger Stunden. Ich hatte den Luxus, dass ich manchmal nicht mit einer vollen Stelle da reingegangen bin. Und das, dann hält man auch mehr aus. Man hat viel mehr Kraft dafür, ist viel offener für diese Situation. Und jetzt, ich habe ja jetzt eine Firma, mache was ganz anderes, aber ich bin ja freiwillig noch als Aushilfe in der Pflege, ja, weil ich das gerne mache, weil ich das einfach total gern mache und dankbar bin für diese großartigen Momente, die man so im Alltag nicht hat, auch Begegnungen mit Menschen. Ne? Das ist wirklich ja, einzigartig. Und ich glaube auch, es kommt auf die Phase im Leben an. Es gab bei mir Phasen im Leben, da habe ich Tod gut aushalten können. Dann gab es Phasen im Leben, da war das vielleicht schwieriger. Das hat ja auch damit zu tun, wie geht es einem gerade privat. Und das kann ich auch ganz ehrlich so sagen. Mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben, ganz, ganz tragisch gestorben. Und das war ein Zeitpunkt, da habe ich mich aus der Pflege zurückgezogen. Da habe ich gesagt, das Thema Tod, was ich mal gut aushalten konnte in der Pflege, kann ich gerade nicht mehr so gut aushalten, weil es gerade in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Und dann habe ich ja gekündigt. Nicht nur deshalb, dann kam auch mein Mann und wir wollten zusammenziehen, aber da habe ich erkannt, das passt jetzt gerade nicht mehr in meinem Leben, aber der Zeitpunkt kann wiederkommen. Ne? Aber da hatte ich auch den Luxus zu sagen, ich verändere mich beruflich. Manche, die in der Pflege sind, sage ich mal, sind ja auch gefangen, die kommen da gar nicht raus oder können gar nicht mehr durchatmen. Ne? Das sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit. Und dann vergisst man manchmal, oder nicht vergisst, man vergisst, ja,
wie schön der Job eigentlich ist, weil man so zugeballert wird. Ich hatte ja auch oft die Möglichkeit, so krassen Tod von einem Patienten zu verarbeiten, weil ich dann auch einfach lange mal im Büro war und nicht wieder raus musste. Das war ein großer Luxus für mich. Jenny, die Hörer wissen es jetzt nicht, vielleicht kannst du uns auch nochmal aufklären, hast du denn selber Kinder? Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe 3 Bonuskinder. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Also mein Mann hat 3 Kinder mit in die Beziehung gebracht. 3 Jungs, einmal Zwillinge und dann noch der ältere Bruder. Und das ist für mich natürlich total schön, weil ich selber keine eigenen Kinder habe und ja, mir jetzt auch ein bisschen Kinder geschenkt wurden. Ich finde aber den Begriff Stiefmutter so ganz furchtbar und Stiefkinder. Und jemand sagte mir, ja, das sind doch deine Bonuskinder. Und ich fand den Begriff so toll und so nenne ich sie auch. Also ich bin von Kindern umgeben, sind aber schon was größer jetzt mitten in der Pubertät. Ja. Das ist Leben der Bude. Genau, aber eigene habe ich tatsächlich nicht. Und ich habe auch gar nicht so einen großen eigenen Kinderwunsch. Also ich bin immer froh, von Kindern umgeben zu sein, aber so das eigene Kind zu bekommen, der war noch nie so ausgeprägt, dass ich es umgesetzt habe. Ja. Schön. Ja. Ja, Mensch, echt. Und was würdest du denn jetzt noch vielleicht auch Menschen mit auf den Weg geben, ja, die jetzt zuhören und halt ne, vielleicht sogar auch betroffen sind, vielleicht oder Angehörige sind und diese Situation natürlich vielleicht auch kennen? Was glaubst du, worum geht es vor allem oder worauf kommt es vor allem an, wenn man in so einer Situation steckt? Was sollte man für sich einfach, wo sollte man immer auch drauf schauen? Also was ich mir erst einmal für die Familien erst einmal wünsche, ist, dass man Leben erst einmal als lebenswert erkennt und dass man Krankheit nicht gleich unglücklich setzt, ja, gleich Unglücklichkeit, sondern dass Krankheit auch glückliche Momente mit sich bringen kann. Das wünsche ich erst einmal Eltern. Dann hoffe ich, dass Eltern sich trauen, nach Hilfe zu rufen, kein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich glaube, da müssen wir einfach wie heute, sowas wie heute machen, Aufklärung, das Thema in die Hand nehmen und sagen, es ist okay zu sagen, dass man Hilfe braucht. Ja, das brauchen wir alle im Leben, in unterschiedlichen Bereichen. Und von der politischen Seite würde ich mir her wünschen, dass man es Eltern einfacher macht, dass Eltern nicht kämpfen müssen wie die Tiere bei der Krankenkasse, um Hilfsmittel zu kriegen, denn Eltern haben es schon schwer genug und haben auch da ein schlechtes Gewissen müssen betteln. Ich würde mir wünschen, dass Krankenkassen es diesen Familien leichter machen. Ich würde mir wünschen, dass Politik, und Corona zeigt es doch jetzt nochmal so deutlich, dass die Politik was ändern muss. Wir kommen nicht mehr drum herum. Es muss was passieren in dieser Pflegewelt. Sonst wird die Pflegesituation für uns alle, nicht nur für die kranken Kinder, auch für uns, wenn wir alt sind, einfach nicht menschenwürdig. Ja, und also lasst uns hier drüber reden und lasst uns hoffentlich in ganz vielen anderen Bereichen drüber reden. Und vielleicht geht dann die Scham auch weg bei Eltern und sie trauen sich eher, auch das einzufordern. Auf jeden Fall. Weil wenn Eltern an den Punkt kommen zu sagen, ich brauche die Hilfe, aber die Hilfe nicht existiert oder nicht genügend existiert auf dem Arbeitsmarkt, da muss einfach die Politik ganz viel nachholen. Auf jeden Fall. Also mir zumindest, Jenny, hast du, ich hoffe, den Hörern auch Mut gemacht, das Thema, dem Thema mehr Raum zu geben, weißt du? Weil auch wenn man jetzt vielleicht denken könnte, oh, voll das Nischenthema, wird vielleicht, wenn man die Folge bis zum jetzt, zu diesem Zeitpunkt gehört hat, plötzlich viel deutlicher, dass uns das alle angeht. Und zum einen der Umgang, zum anderen auch, dass es ja nicht nur beschränkt ist auf irgendwelche bestimmten Sachverhalte, sondern die Versorgung und der Umgang miteinander. Gerade jetzt mit dem Punkt, wenn ich merke, ich brauche Hilfe oder ich komme nicht zurecht oder ne, der Faktor Unfall oder was weiß ich, was noch alles so dazukommt. Jetzt haben wir natürlich so auf Kinder uns und Familien beschränkt, aber dennoch, da hängen ja so viele Sachen mit dran. Sei es, dass ich aus so einer Familie komme, sei es, dass ich selber in so eine Familie, dass ich vielleicht Elternteil werde von diesem Phänomen, ne, oder in meinem Umfeld das passiert. Ne? Deswegen, also schön. Ich hab, darf ich vielleicht noch ein Beispiel nennen? Wir hatten am Anfang darüber geredet, ich habe einen Patienten, den ich ja immer noch begleite als Aushilfe. Den habe ich auch gefragt, darf ich von dir erzählen? Ich nenne den Namen nicht, aber er wird sich wiedererkennen.
Er hat eine sehr schwere Erkrankung, will ich mal sagen. Eine Muskelerkrankung, die dazu geführt hat, dass er sich selbstständig überhaupt nicht bewegen kann. Er kann mit den Augen wimpern und sprechen. Ist geistig völlig fit, aber körperlich sehr, sehr eingeschränkt und ist eben auch an einer Beatmungsmaschine, weil wir auch dafür Muskeln brauchen, um zu Darf atmen. ich kurz zwischenfragen, Und wie alt ist er denn und wann hat er die, ja, wie, wann wurde er krank? Mitte 20. Mitte 20. Ja, Mitte 20, das wird schon, ja, man hat es rausgekriegt, schon nach ein paar Monaten, als er sich nicht so gedreht hat, glaube ich, war der Anfang wie andere Kinder. Da hat man gemerkt, ja, von der Motorik stimmt was nicht und dann ging die Diagnostik los und ja, diesen Patienten habe ich viele, viele Jahre begleitet und ja, augenscheinlich ist es vielleicht für viele Menschen, dass sie denken, oh Gott, wie schrecklich und so eine Erkrankung und das wünscht man ja niemandem. Aber dieser junge Mann, es ist ein glücklicher Mensch. Und ich habe Gespräche mit ihm geführt, auch damals. Der hat auch Vorträge gehalten auf Kongressen. Da habe ich gesagt: Ja, wünschst du dir eigentlich was anders? Haderst du mit deinem Schicksal? Sagt er: Nee, ich kenne es ja nicht anders. Ich kenne es nicht zu laufen. Ich kenne diese Dinge nicht. Ich kenne das, was jetzt ist. Und klar wünsche ich mir gewisse Dinge anders oder eine bessere Beatmungsmaschine und, und. Der hat sein Leben so in die Hand genommen. Der ist Rapper, der ist Musiker, ist ein bisschen auch bekannt, so eine Szene. Der macht seine eigene Musik, weil er am Laptop eben mit der Technik alles machen kann. Der schreibt seine eigenen Songtexte, der geht in die Diskothek, der mit Pflegepersonal und sein Mega. Beatmungsgerät. Ja, Und super. ja, ich meine, Technik ist immer so Fluch und Segen, aber in diesem Fall ist es wirklich Segen, weil er unheimlich viel über die sozialen Netzwerke Super. kommunizieren kann, seine Musik machen kann. Und das ist so ein Beispiel für mich, Herrlich. der junge Mann. Ja, Leben kann auch sehr lebenswert sein mit Einschränkungen oder Erkrankungen. Das ist ein Baustein Gesundheit, ne, von vielen, vielen, vielen. Aber ja, und das ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es ein ganz toller junger Mann mit ganz viel Lebensfreude. Ja, vor allem finde ich daran so schön, dass du jetzt uns auch nochmal so ein schönes Beispiel mitgebracht hast. Also das, ne, auch die positive Seite davon. Und dass man es nicht immer nur so abtut als eine sehr, sehr schlimme und tragische, ja, eine tragische Geschichte, ne, sondern dass es auch wirklich positive Momente hat und auch positive Ausblicke schafft, oder, ne, dass es gar nicht unbedingt, wie du schon sagst, immer nur der Mensch dann auf diese Krankheit reduziert wird. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Dass man das auch differenziert. Und dass er Also was draus von. macht, ne? Dass man es nutzt, Genau. ne? Dass es so, ja, also es annimmt. Im Grunde könnte man sagen, so, dass das Schicksal, ne, die individuelle Situation akzeptiert und das Beste dann daraus noch sogar macht, ne? Das ist, finde ich, ganz toll. Schön. Ja, ich glaube, annehmen müssen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Man, aber da, Kurt, da habe ich ja Oh, keine Ahnung guck von, mal. diese ganzen Oh, Phasen, die kennst ja. du. Aber ich glaube, annehmen müssen, was nicht zu ändern ist und zu gucken, was ist das Beste, was ich Also, daraus machen allein könnte. zu dem Thema würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch eine Folge. Also, Auf weil jeden Fall. müssen wir, weil das ist so ein komplexes Thema. Ja, auf jeden Fall das Annehmen. Ja. Ne? Das ist aber auch ein ganz wichtiger Prozess. Ja. Ja, akzeptieren, ne? Ja, auf Akzeptanz, jeden genau. Fall, auf jeden Fall. Ne? Ja, toll. Ja. Bestell dir mal ganz liebe Grüße unbekannterweise. Also, Hammer. Ja, mache ich. Der freut sich mir riesig über Ja, sowas. auf jeden Genau, Fall. Ich finde das gerne, ganz toll. gerne. Ganz schön. Ja, kannst ihm wirklich mal sagen, Hut mache ich. Er ab. wird sich jetzt auch anhören. Dann hört er die Ja, sehr Grüße. gerne. Ne? Auf jeden Fall. Schön. Ja. Ja, ganz toll, wirklich, finde ich auch. Also da kann er mal besonders stolz drauf sein und ja, überhaupt so eine Lebenseinstellung dafür sich auch überhaupt, das ist ja auch eine große Ressourcenarbeit, die man dafür sich leistet und auch natürlich hat wahrscheinlich auch viel mit dem eigenen Wesen zu tun, als auch mit so einem eigenen Wertesystem. Aber trotz allem finde ich das wirklich bewundernswert und macht es wahrscheinlich ja dann auch für die Familie nochmal leichter, ne? Oder ist natürlich auch nochmal eine ganz, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist da auch eine Familie wichtig, ne? Die dann überhaupt jemanden in so einer, in diesem Mindset dann auch unterstützt, als auch wahrscheinlich dann, dass es das Gesamtsystem halt auch fördert, ne? Ja, richtig. Ja, nee, es zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen. Ich habe Gänsehaut, weil das einfach ein ganz, ja, toller junger Mann ist und der vieles einfach in die Hand genommen hat und das Beste draus gemacht Super. hat, ne? Ja. Wahnsinn. Jenny, ich Ja. bin total wirklich, also ich bin sehr begeistert von dir sowieso als Mensch. Ich finde es auch toll, dass du, Danke. genau, dass du zu uns gekommen bist, dass du diese Geschichten mitbringst, uns da auch an deinem Erfahrungsschatz hast teilhaben lassen und das natürlich nochmal ganz anders
erklären konntest, worum es da bei dem Thema geht. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Und Ja, ich danke euch, dass ich ja, das machen durfte. Und Kommunikation ist manchmal alles, ja, ne? ja, Das ja. stimmt. Das Auf ist jeden wohl Fall. wahr. Schön. Dann dir Ja. noch alles Liebe und Gute für deine Zukunft Genau. und deinen weiteren Weg. Und ja, wie gesagt, schön, dass du da warst. Und Alles Gute. genau, bis vielleicht sogar irgendwann mal wieder. Genau. Ja, bis irgendwann Sehr vielleicht wieder. gerne. Alles Liebe, alles Gute für euch Ja, auch, danke ne? schön. Bis Bis dann. dann. Ciao. Tschüss. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen. Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf. Yeah.